Hallo, meine Lieben. Ich habe heute ein Haul für euch und ich glaube, wir gehen auch sofort drauf los und starten mit meinem kleinsten Einkauf. Ich war im Aldi Nord und habe mir den Dymo Omega Emboss Gerät gekauft. Bei uns im Aldi Nord. Ich habe den jetzt für 6,50 € bekommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Standardpreis ist oder schon der reduzierte Preis. Ich habe das bei vielen jetzt gesehen oder gehört, dass sie das sich zugelegt haben. Und dazu passend habe ich ein Dreier-Set in Schwarz geholt für 4 Euro. So also wie es aussieht, ist in dem Gerät selbst schon mal die schwarze drinne. Ich habe das noch nicht ausprobiert, werde das halt auch demnächst auspacken und testen. Ja, und warum kauft man sich das? Weil der Action aktuell die Nachfüllpatronen hat und zwar in anderen Farben, nicht in Schwarz. Aber auch nicht diese Standardfarben wie hier abgebildet, blau, grün und rot, sondern Neonfarben, die absolut nicht meins sind. Die habe ich dann auch nicht mitgenommen. So. Dann habe ich im Teddy noch was gekauft. Erstmal Verbrauchsmaterial, Magnetstreifen. Diese sind etwas anders als die, die ich zuletzt gekauft hatte. Die letzten waren ziemlich dünn. Diese hier sind ungefähr 1 mm breit, also von der Höhe her. Ja. Was soll ich sagen? Ich hatte das schon mal in einer ähnlichen Form von Amazon gehabt und es funktioniert. Natürlich, dadurch, dass die halt so dick sind, wird halt die Verpackung auch etwas anders und die sind auch etwas schwerer. Aber es funktioniert und das ist im Moment halt das Wichtigste. Es ist schwierig, gewisse Sachen im Moment zu kaufen und dazu zählt halt auch Magnetklebestreifen oder Magnetklebeband. Ja, das war jetzt aus der Handwerkabteilung übrigens. Ich habe erstmal gesucht, das andere gab es nicht mehr. Wahrscheinlich habe ich den letzten Bestand mehr oder weniger aufgekauft. Dann habe ich noch für 1 Euro jeweils so eine Spule Overlock-Garn gekauft. In so schönen Farben. In einem Rosa, in einem Grasgrün und einem Mintgrün. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich nähe halt auch auf meinen Papieren und auf meinen Karten. Und die Farben habe ich zumindest noch nicht als große Rollen. Ich habe die Standardfarben und das musste halt mit. Dann habe ich diese Sticker gefunden. Einmal in einem Mintgrün und einmal in transparent. Irisierend. Die sind auch irisierend. Ich fand die ganz schick. Gibt es in zwei Größen auf den Bögen und ja. Ich bin ja immer gerne unterwegs und gucke mir die neuen Schmucksteine, Halbperlen und Sticker und sowas an. Und wenn was dabei ist, was mir zusagt, kommt es dann mit. Für 1 Euro macht man nichts falsch. Dann machen wir weiter mit Action. Ich habe das Blending Tool mitgenommen. Im Grunde habe ich sogar schon eins hier. Eine Freundin hat das für mich schon gekauft und mal gucken. Kriegen ein bisschen schärfer gesteckt. Das Einzige, was mir halt aufgefallen ist, der Kleber ist ein bisschen, naja. Aber wenn man halt alles ein bisschen mit Vorsicht genießt, funktioniert das. Also das ist flächig, nicht so wie das alte. Das alte Blending Tool hatte halt nur in der Mitte so einen kleinen. Und jetzt ist es halt flächig. So. Der einzige oder der große Vorteil von diesen, die sind halt in sich gut vernäht, abgerundet. Das heißt, auch der Blendübergang ist schöner. Und ja, ich kann nichts Schlechtes dazu sagen. Sie funktionieren halt anders als die Blending Brushes. Die sind halt wirklich dann für mich zumindest, um Papierkanten einzufärben, ohne meine Finger dabei zu versauen. Und die Schwämmchen gibt es halt nicht einzeln. Das heißt, es mussten wieder zwei weitere Sets. Ich habe inzwischen, wie gesagt, 3 Stück davon. Und ich hoffe, dass ich damit auskomme. Ansonsten muss ich dann demnächst wahrscheinlich doch noch ein paar dazulegen. Dann habe ich einen Sprühkleber gekauft. So.
2,22 Euro. Hier sind 300 Milliliter drinne. Ich benutze das gerne, um meine Schneidematte für die Cameo also einzusprühen, damit meine Matte auch wieder klebt. Und mein alter Kleber ist halt fast leer. Also war das ganz praktisch, dass ich das gesehen habe. Dann habe ich Stickgarn mitgenommen. Das ist das Embroidery Treat. Also eigentlich Garn zum Sticken. Ihr habt hier auch ein paar Beispiele, Kreuzstich, dann hier was anderes. Wer meine Videos kennt oder mich kennt, der weiß, dass ich auch gerne was in Form von Fadengrafik mache. Und ja, ich bin da jetzt eigentlich eine Weile drum rumgeschlichen schon und dachte mir, ich gucke erstmal nach, was ich alles zu Hause habe an Farben. Dann habe ich für den Preis gesehen 75 Cent und dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist das totaler Schwachsinn. Was ich jetzt mitnehme, habe ich auf jeden Fall da und ja, das ist auch ein bisschen schimmernd, das Garn. Das ist nicht, sag mal so neutral Vinegarn. Habe ich jetzt eine Rolle hier. Ja, im Licht geht das eigentlich, schimmert auch ähnlich. So, hier sind drei Sortierungen mit jeweils acht verschiedenen Farben und weitere drei, also insgesamt sechs Sets. Ich habe die jetzt alle mitgenommen. Die bleiben auch erstmal eingepackt, bis ich die tatsächlich brauche. So, an die Seite damit. Seit Mittwoch gibt es diese Fineliner im Angebot für 3,39 €. Ich fand die ganz schick von der Farbe her. Und da sind jetzt, was war das, 24? Ja, 24 verschiedene drinne. Und auch gerade die gedeckten Farben zum Schreiben ist eigentlich super. Ja, eigentlich total uninteressant, genauso unspannend habe ich hier Kühlschrankeinsätze. Die sind 30 mal 20,6 mal 5 cm, also 5 cm ist die Höhe. Kann man ungefähr einschätzen. Davon habe ich 6 Stück inzwischen. Ich habe 5 gekauft. Und dann war ich so begeistert, dass ich mir noch einen nachgekauft habe. So. Hört sich jetzt ein bisschen schlimm an. Musste gerade umbauen. So, ein bisschen rauszoomen. Ignoriert das Chaos auf meinem Schreibtisch. Ich habe da meine Stanze reingemacht. Die letzte Ebene ist natürlich etwas ja, höher, aber die ganzen kleinen. Ich habe zum Beispiel eine ganze Kollektion von Nelly Snellen. Ich habe auch sonst sehr viele kleine Stanzer. Und die passen da super rein. Und der Acryl ist ziemlich stabil. Die unterste Schicht, da habe ich jetzt meine Aquarellpapierreste reingemacht. Und ich muss sagen, ich habe so viele Reste, dass selbst diese Schütte, die voll ist, 5 cm hoch, immer noch nicht alles, was ich an Resten habe, fasst. Deswegen musste ich halt noch ein bisschen nachkaufen. Und so kann ich sie halt übereinander stapeln und in meinem Regal aufbewahren. So. Dann habe ich das Markerpad, also Papier von Action für unsere tollen Twin-Marker, Copics und. 1,79 kostet der und wir haben hier 50 Bögen A5 mit 25 Gramm Stärke. Das heißt, das Papier ist sehr dünn und ja, es steht, dass das nicht durchblutet oder nicht sehr stark eure Marke ausblutet. Aber ich würde euch trotzdem vorschlagen, die Blätter rauszutrennen und dann erst zu stempeln und zu kolorieren. Ansonsten kann ich mir durchaus vorstellen, je nachdem, mit was ihr koloriert, dass das trotzdem durchgeht. Und vor allem, wenn ihr zum Beispiel oben rot malt, werdet ihr auch auf der Rückseite das Rot durchblutend sehen. Das ist normal bei Markerpapier. Es ist ein saugendes Papier,
Es ist kein Jupo-Papier. Ich habe ein Video gesehen und da hat jemand tatsächlich mit Alkoholmarkern drauf rumgeklatscht und gemeckert, dass das nicht funktioniert. Leute, das ist Markerpapier für Marker, nicht für Alkoholinks. Also das ist schon wieder eine ganz andere Geschichte. Da braucht ihr beschichtetes Papier aus Jupo oder Plastik. Jupo ist übrigens nur eine Firmenbezeichnung. Es heißt einfach Jupo-Papier. Es hat sich durchgesetzt wie unsere Tempo zum Beispiel. Ja, ich schweife wieder ab. So. Dann habe ich, wie vorhin schon angedeutet, Label-Marker-Tape vom Action mitgenommen. Es gab ja insgesamt 4 verschiedene Farben. Mir haben nur die hellen, pastelligen Farben gefallen und die habe ich dann jetzt jeweils 2-mal mitgenommen. Ich denke, mit dieser Menge werde ich auch eine ganz schöne lange Zeit auskommen können. 99 Cent das Doppelset, also auf preislich nicht zu schlagen. Es wäre nicht schlecht, wenn das in Schwarz auch geben würde oder vielleicht braun oder irgendwie gedecktere Farben. Mal schauen, was Action da noch rausbringt. Dann habe ich wieder ein paar Basics mitgenommen, und zwar Dokumentfolien. Da sind jeweils 2 Stück drin für 42 Cent, also 21 Cent pro Folie. Und da passt halt jede Menge rein. Die benutze ich gerne für meine Reste. Ich habe jetzt vor kurzem erst wieder meine Reste sortiert und hier ist alles, was mit Designpapier in Weiß oder irgendwelches besonderes Papier mit drinne. Da ist auch irgendwie sowas, keine Ahnung, wie das sich schimpft, mit drinne. So, alles in Weiß. Und ich habe alle meine Designpapierreste und so alles einsortiert in diese Folien. Das nächste Basic ist Laminierfolie, 1,59 ein Set, habe ich natürlich auch wieder ein paar mehr gekauft, damit verstaue ich meine ganzen Stanzen und meine Stempel. Dann habe ich noch diesen Canvas Block für 1,99 mitgenommen, 10 Bögen in A4, 280 Gramm schwer. Und das hat eine Leinpapierstruktur. Was auch hier mit drauf steht, das ist schon dreifach mit Gesso vorgearbeitet. Also es ist schon quasi für euch fertig. Ihr könnt schon direkt drauf loslegen. Ihr müsst das nicht vorbehandeln. Das Schöne ist, es hat auch tolle Struktur. So wie man es von der Leinwand halt auch kennt. Und ich dachte, entweder wirklich zu malen oder zeichnen oder dann halt, um da vielleicht was draus zu stanzen. Also die Struktur hat mir halt gut gefallen. Auf der Rückseite ist es was dunkler. Fühlt sich halt auch tatsächlich fast wie Stoff an. So. Ich habe auch die Stanzen, die sogenannten 3D-Szene-Dies beim Action mitgenommen. Es gab insgesamt 8 Sets. Die habe ich jetzt alle. Man kann auch auf der Rückseite erkennen, wie das jeweilige Set, was man gerade in der Hand hat, ausschaut und wie die anderen Sets dann sind. Ich habe die jetzt teilweise schon aufgemacht, deswegen sieht man das. Ja, wie soll ich das alles ins Bild kriegen? 3, 6, 7 und 8. Wir machen das einfach mal so. Ich fand die ganz toll. Es gab schon mal davor eine Kollektion und die habe ich tatsächlich gar nicht gekauft. Und die, da war ich erst eher skeptisch und habe mir dann tatsächlich erst Videos von anderen YouTubern anschauen müssen, um dann festzustellen, oh mein Gott, sind die niedlich. So schön ausgearbeitet und die haben teilweise hier Stiche schon mit drin, so eine kleine Prägung. Hier ist der kleine Fuchs. Und ich finde halt die Detailliebe, weil zum Beispiel hier, da ist ein Büschel Gras mit drin. Oder man kann natürlich das auch als
keine Ahnung, vielleicht Schwänzchen vom Fuchs hier den Übergang draus machen. Hier haben wir Vögelchen, Schnäbelchen, wir haben hier feine Zweige, einzelne Blätter, was natürlich zum Thema Herbst und sowas super passen könnte. Und ja, die Detailliebe der ganzen Szene, also da muss ich nicht lange überlegen, da muss ich halt alle kaufen. Bei der alten Serie war das halt nicht der Fall und ich lasse mich halt dann wirklich, was das angeht, sehr von der Optik und vom Design beeinflussen. Und hier kleine Muschelchen zum Beispiel, kleine Fische. Jedes Set 2,99 € übrigens. Ihr könnt natürlich das Ganze nicht nur als 3D-Szene, sondern auch euch die einzelnen Elemente dann rauspicken und auf eure Karten dann verarbeiten. So. Ich glaube, dann sind wir jetzt mit Action auch durch. Ich irgendwas übersehen? Ah, nee, doch nicht. Ich habe mir noch zwei Schablonen mitgebracht, zwei Schablonensets. Jeweils mit fünf Stücken drinne oder fünf Schablonen. Das ist das sogenannte Mandala-Design. Hier drinne sind auch tatsächlich fünf verschiedene Mandalas. Hier habt ihr Hintergründe und Buchstaben. Ich meine, die Buchstaben sind Blockbuchstaben, sehen jetzt ein bisschen nach Kinderbasteln aus, aber ich denke, auch damit kann man sehr schön Hintergründe gestalten, indem man vielleicht nur einen einzelnen Buchstaben sich rauspickt und das Ganze mit anderen Schablonen kombiniert. Dann gab es noch zwei andere, die haben mir aber absolut nicht gefallen. Und ich kaufe jetzt nur noch das, was mir gefällt, was ich tatsächlich brauche, beziehungsweise womit ich gerne spielen möchte. Sind wir mal ehrlich, man kauft gar nicht so viel, wie man braucht. Man kauft immer zu viel. So, dann geht es jetzt mit Bestellungen weiter. Ich habe online bestellt und zwar bei unserer Karin Gittenmeier im Ideen mit Herz Shop. Ich glaube, das habe ich geschenkt bekommen. Das ist ein Stickerbogen und ja, was soll ich sagen? Es ist mit Gold, das ist nicht meins. Ist ja ganz lieb gemeint, dass man Geschenke mit einpackt, aber wenn man Sachen bekommt, mit denen man gar nicht bastelt, ist das natürlich schwierig. Dann habe ich hier einen Bogen bzw. drei Bögen Schmucksteine in so einem Art Creme, Braun, Champagner. Hier steht Rosé. Ich finde, für mich wirkt das nicht nach rosa. So. Das Schöne aber an diesen Bögen ist, die gibt es in drei Größen, aufeinander abgestimmt. Also ich würde das eher als Champagner einschätzen, als wirklich rosa, weil, sagen wir mal, hier rosa Klebeband, ne, das ist dann sehr zaghaftes Rosé, ne? Okay, ich hoffe, man kann das halbwegs erkennen. Wir haben halt welche in 3 mm, 4 mm und 5 mm. Das Schöne daran ist, sie sind facettiert. Ich komme mal näher dran. Da sind schon schöne Schmucksteine. Also die kriegt man sonst, glaube ich, auch nicht überall. Zumindest diese Schliffart. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Geschenk war oder ob das jetzt eine Ersatzlieferung war, weil bei meiner Bestellung ist leider was schiefgelaufen. Ich habe eine Prickelmatte bestellt. Die war in meinem Paket nicht drin. Ich weiß allerdings nicht, ob das jetzt unterwegs verloren gegangen ist. Mein Paket war leider ein bisschen beschädigt. Ich habe das auch nicht sofort gesehen. Aber mein Gott, das war jetzt ein 1,50 € Artikel. Das tut mir jetzt nicht weh, weil diese Schmucksteine kosten, glaube ich, auch um die 7 €. Und das als Ersatz oder als Geschenk obendrauf. Das macht das Ganze wieder wett. Ich habe ein paar, ich sag mal, langweilige Sachen bestellt. Ich habe ein Falzbein bestellt aus Knochen. Es gibt auch ein einfaches aus Kunststoff für 1,50 €, aber ich wollte halt gerne den aus Knochen ausprobieren. 3,97 €. Und wenn die vergleichbar sind mit den teuren, ich meine, das liegt schon ziemlich gut in der Hand, also es hat ein gewisses Gewicht. Ich meine, 20 Dollar oder 3,97 €, ich glaube, das war eine guter Einkauf. Dann habe ich Schleifschwämme bestellt, zwei Stück,
10 mal 7 mal 2,5 cm, 2,50 €. Damit werde ich mein Papier schleifen oder anschleifen und ausprobieren. Das ist jetzt die feine Art. Es gibt welche auch mit groberem, nennt sich das Maserung oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall interessant, werde ich mal testen. Dann habe ich Netzgewebe gekauft. 1,50 €. Hier haben wir 58 mal 1 Meter. Ich arbeite ja gerne mit, wie nennt sich das denn jetzt? Mit Verbandmaterial. Das hat er jetzt nicht damit drauf. Das ist halt ziemlich weiß und fein. Und das ist halt viel gröber und würde, denke ich mal, auf maritime Karten und sowas so super passen. Oder halt zum Thema Halloween. Also das würde ich tatsächlich für Kartenbasteln nehmen. So. Dann habe ich mir eine Prägeschablone gekauft. Die Prägeschablone hat jetzt 2 € gekostet. Das ist ungefähr A5, nee, A5 nicht, A6 meine ich. Hintergrund Ornamentik Nummer 2. Aus Kunststoff für 2 €, denke ich mal. Das Design hat mir einfach zugesagt. Sind Schnörkel, was soll ich sagen? Ich arbeite da nicht viel zu selten mit den Dingern und trotzdem habe ich mir jetzt eine gekauft. So, dann habe ich einen Stempel gekauft. Das ist so eine Art Hintergrundstempel, Feinkontur 15 mal 15 cm. Man kann das halt stellenweise stempeln, man kann natürlich auch flächig das Ganze einfärben. Ich fand das sehr schön, das war jetzt im Angebot, war reduziert und hat jetzt nur 3,97 € gekostet für die Fläche und das ist halt Gummi. Finde ich schon super. Dann habe ich einen Stanzer gekauft mit einer weggeschnittenen Ecke, mit einem, ja, ich sag mal, gewellten Kante und mit einer gewölbten Kante. Ich weiß nicht, wie man es bezeichnen soll. Auf jeden Fall ist das ein Eckstanzer für 5,97 €. Für Ecken abrunden zum Beispiel habe ich schon einen oder mehrere und ich dachte, der wäre mal eine Option, mal was anderes. Werden wir zusammen noch ausprobieren. Dann habe ich Embossingpulver gekauft. 10 Gramm oder Milliliter steht hier drauf. Für mich ist das Pulver. Transparent und Gloss. 1,50 € das kleine Pöttchen. Die gibt es auch bei Ideen mit Herz mit 30 Millilitern. Das heißt dreimal so viel Menge für, ich glaube, 3 €. Ich wollte das halt erst austesten, ob ich damit klarkomme. Ich meine, ich habe welche von Jettenmeier. Das waren Glitzer-Embossing-Pulver. Ich weiß gar nicht, ob ich da so toll von begeistert war. Zum Testen ist diese Größe auf jeden Fall besser. Dann was auch unspektakuläres, ein Ständer. Nennen sich Präsentationsständer. 1,97 €. 24 mal 12 cm. Ich dachte, ich nehme das vor allem für meine Fotobox, um gewisse Sachen besser fotografieren zu können. Ja. Dann habe ich nochmal Schmucksteine. Einen Moment. Auch hier wieder dreifach sortiert, diesmal mit in der Farbe Kupfer. Facettiert, selbstklebend 3, 4 und 5 mm. Die sind halt richtig metallisch. Ich hoffe, man kann das halbwegs erkennen. Das sind jetzt die kleinsten. Und da sind die größten. Die Farbe Kupfer ist eine Frage von, ja, Einschätzung. Also ich würde eher sagen, dass das Gold wirkt als Kupfer, mehr golden. Naja, müsst ihr wahrscheinlich was Goldenes davor halten und ich bin jetzt nicht der Goldfan und habe das gerade nicht in meiner Nähe. Aber es ist metallisch, sieht gut aus und ich denke mal, dafür werden wir auch eine Verwendung finden. Dann kommen wir auch schon zum letzten Artikel. Ich habe mir eine Schablone bestellt von der Jettenmeier. A4, 2,95 €. Laserschablone Mixed Media 1.
Also ich fand die super, super schön. Und ich denke, dass das auch auf Karten super wirken kann. Man kann sich auch hier wieder gewisse Teile aussuchen. Entweder man nimmt den Schriftzug oder den Bereich mit den Sprenklern. Oder man setzt sich halt hier dieses Wabenmuster, was so ein bisschen grungig kaputt ist. Und färbt sich halt damit eine Stelle auf der Karte ein, den Hintergrund, je nachdem, was einem so vorschwebt. Ihr habt ja auch eine schöne Ecke. Ja, ich bin begeistert. Also für 2,95 denke ich mal, kann man auf jeden Fall bei der Größe nicht meckern. So. Nächstes Paket. Ich habe das erste Mal bei Kreativbund bestellt. Und da gab es einen kleinen Sale, beziehungsweise die zwei Sets, die ich ausgesucht habe von My Favorite Things, sind reduziert gewesen. Aktuell war der Preis 14,95. Ich finde die total niedlich. Also ich meine, die Designerin, steht das irgendwo drauf? Stacey Jakula, die hat auch die Rubber Stamps von. Jetzt komme ich auf den Namen nicht drauf. Purple Onion Design, genau. Die hat die gezeichnet und diese Tierchen sind halt in ihrem Stil und ja, die sind einfach Zucker. Also es gibt süß und es gibt zuckersüß. Und ich würde sagen, die sind definitiv so fein und total wunderschön. Also das ist ein Weihnachtsset. Das heißt, ach, da müsste der Name irgendwo mit auch mit draufstehen. Christmas Carols. SY 39. Und das hier sind Stinktiere. Sweet Skunks. SY 41. Die sind beide aus der Kollektion aus dem Jahr 2021 und ja, total hübsch. Man kann sie auch miteinander kombinieren, weil der Stil halt gleich ist. Also die Sprüche sind relativ neutral gehalten. Der Schriftzug ist auch nicht schlecht. Aber ihr habt hier halt auch Motive, die man halt als Szene zusammensetzen kann, wie hier den Stein. Hier ist so ein wunderschöner, ja, wenn einem sozusagen die Wörter fehlen. Hier habt ihr noch eine Laterne. Hier ist auch wieder so eine Art Steinmuster für den Boden. Ihr habt auch Schneeflocken in verschiedenen Größen. Hier ist noch ein paar kleine Noten. Also die sind so mit Liebe gemacht. Die muss man einfach haben. Zumindest war das jetzt meine Kaufentscheidung. So. Dann habe ich von My Favorite Things auch noch zwei Schablonen gekauft. Eine, ich würde sagen, die für das Slimline oder den Langformat gedacht ist. Die heißt auch Slimline Cloud Edges. ST149. Die Wolken sind jetzt auch fast gerade, aber sie unterscheiden sich halt jeweils links und rechts. Das heißt, ihr könnt sie auch natürlich nochmal umdrehen und oder halt eure Wolken anfangen, dann die andere Seite benutzen und eure Wolken abändern. Diese hier sind ein bisschen puffiger, ein bisschen voluminöser und die haben halt viel stärkere Übergänge. Und ja, einmal in die Richtung. Und dann kann man halt auch wirklich seine Wolken variieren. Man kann auch beide Sets miteinander kombinieren. Beide 3,95 €. Hier ist auch ST143 Rolling Clouds heißt die Schablone. So. Super für Hintergründe. Und mein kleines Schätzchen. Was schon halb aus der Verpackung rausrollt. Ich habe mir von Tim Holz Tonic Studios für 19,95 € einen Hebelschneider in 8,5 Inch oder 22 cm gekauft. Habe mir den auch schon ausgepackt. Ja, also da braucht man nicht viel zu sagen. Das Ding ist super scharf und schön, es hat halt die Zentimeterangaben, es hat eine Anlegekante oben, es hat eine Anlegekante unten. Natürlich seid ihr mit eurem Papier mit der Größe ein bisschen eingeschränkt, aber wenn ihr wie ich einen großen habt und den einfach nur für den Tisch haben möchtet, dann ist die.
Ich habe einfach einen Ersatz gesucht für meinen Hebelschneider, den ich vorher besessen habe. Ich habe den von Vanessa Creative. Der ist von der Fläche ungefähr gleich groß, wie man sehen kann. Ne? Das ist, der ist halt etwas ausladend an den Außenkanten. Was mich halt hierbei immer gestört hat, ja, wie soll ich das sagen? Diese Schraube. Genau da, wo die Schraube sitzt, oder da die Schraube sitzt, hatte ich meistens Probleme, vernünftig zu schneiden. Da ist es mir das Papier an der Stelle immer angerissen. Und was mich noch mehr gestört hat bei diesem Trimmer, ist, dass die Skalierung da oben überhaupt nicht passt. Ich werde mal ausprobieren, wie es bei dem aussieht. Wenn ich mit der hier 5 cm geschnitten habe und das nachgemessen habe, hatte ich einen Streifen von 4,9 cm. Und das hat mich so genervt. Wenn man immer die gleichen Zuschnitte mit einem Trimmer macht, ist das ja kein Problem. Aber wenn man kombiniert, einmal den großen, einmal den kleinen, dann fällt es irgendwann auf. Und so war das leider auch der Fall. Und ja, also keine Kaufempfehlung für dieses Gerät. Wie der ist, kann ich noch nicht viel zu sagen, aber das Gerät ist bei mir unten durch. Tut mir leid. So, das war's aber auch schon mit meinem Kaufrausch. Es war jetzt doch diesen Monat ein bisschen viel geworden. So. Ich bedanke mich bei allen, die bis zum Ende geblieben sind. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da, einen Daumen nach oben, irgendwas, damit ich merke, ob euch das sowas gefällt. Ich meine, ich sehe das anhand der Aufrufe, dass diese Haul-Videos mehr gefragt sind als andere. Aber, naja, wir werden mal so sehen, wann ich das nächste Mal noch eins drehe. Im Moment bin ich mit allem gut versorgt. Ich würde sagen, schönen Tag für euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.